Die Geldschwemme der Notenbanken wird nicht zu starker Inflation führen. Das Geld komme nämlich nicht in der Realwirtschaft an. Und solange das Geld nicht in der Realwirtschaft ankomme, gäbe es auch keine Inflation. Das habe ich in meinem Video von Anfang Woche gesagt. Einige von Ihnen haben besorgt auf dieses Video reagiert und gefragt, wie können die Notenbanken verhindern, dass das Geld auch künftig nicht in die Realwirtschaft fließt? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens könnten die Notenbanken ihre Wertpapierverkäufe einfach rückgängig machen. Die Nationalbank würde ihre Euros einfach wieder verkaufen. Dafür würde sie Franken erhalten und diese Franken könnte sie vernichten. Das ist eine unwahrscheinliche Variante. Die Notenbanken haben schlicht zu viele Wertpapiere gekauft. Die könnten nicht in kurzer Zeit verkauft werden, sonst gibt es Verwerfungen auf dem Finanzmarkt. Zweitens könnten die Notenbanken die Zinsen anheben. Doch wie geht das? Ein Notenbanker alter Schule würde vielleicht sagen, das geht nur, wenn auch die Geldmenge reduziert wird. Geld muss zuerst knapp gemacht werden, sonst steigt der Preis des Geldes, also der Zins, nicht an. Das stimmt aber nicht. Die Notenbanken können den Banken nämlich direkt einen Zins auf ihrem Geld auszahlen. Das macht, dass die Banken ihr Geld behalten möchten. Technisch gesprochen erhöht das die Geldnachfrage. KMU-Kredite werden dadurch teurer. Das bremst das Wirtschaftswachstum und damit auch die Inflation. Die Notenbanken können die Inflation also auch bei hoher Geldmenge kontrollieren. Mehr dazu gibt es übrigens auf meiner Homepage, die ist unten verlinkt. Dort finden Sie unter Teaching das Dokument Monetary Policy in a New Era. Viel Spaß!